Nein! Heute wird's bei Mami nicht so spät, versprochen. Das letzte Verfahren ist nur so eine Bagatelle. Kommen wir zum AfD-Verbotsverfahren. Sie wissen, ein Parteiverbot ist in Deutschland an strenge Bedingungen geknüpft. Erstens verfassungsfeindliche Ziele, zweitens ein planvolles Vorgehen gegen die Demokratie und drittens eine realistische Chance, das Programm umsetzen zu können. Und ich denke, das ist ja bereits gegeben. Sie sind ja auf dem rechten Auge blau. Ich sehe also gute Chancen für ein Verbot. Fehlt jetzt nur noch der Antrag der Demokratie. Euer Ehren, verehrtes Volk, peinlicher Peiniger. Ich habe nach langem Zureden meines Therapeuten mich dazu entschlossen, einen Antrag auf Verbot der AfD dann zu stellen, wenn ich absolut 100% sicher bin, dass ich gewinne. Vielen Dank. War das jetzt ein Antrag oder nicht? Schauen Sie, ich muss einfach sicher sein, denn wenn die AfD am Ende dieses Verfahrens nicht als gesichert rechtsextrem verboten wird, dann gilt sie als gesichert demokratisch. Stattgegeben, dann würde ich sagen, dann sind wir hier fertig. Sagen Sie, haben Sie heute Abend noch was vor? Noch bin ich die Herrin des Verfahrens. Was? Ja, so heißt die Mami auf der Arbeit. Kinder, ich muss hier die Demokratie retten. Essen steht im Rewe, ihr müsst es nur noch einkaufen. Wo waren wir? Sie wollten das Verfahren einstellen, weil wir haben es ja jetzt auch schon kurz vor 1933. Was? Ist es schon wieder soweit? Oh, da muss ich noch Koffer packen. Hinsetzen! Sie stellen jetzt den Verbotsantrag. Alleine kann ich den Nazi ja hier nicht verbieten. Also süß. Diese Nazi-Sache zieht nicht mehr. Leute haben sich längst an uns gewöhnt. Verstehen Sie, ich bin das neue Normal. Normal? Die Positionen der AfD sind selbst für die Rechtsradikalen im Europaparlament zu radikal. Sehen Sie? Unsere Radikalität ist unsere Attraktivität. Oh, der gibt das sogar zu. Wenn das mal kein Grund für ein AfD-Verbot ist. Ah, ich find's schwierig. Du findest es auch schwierig, unterm Schrank zu saugen. Das ist nicht schwierig. Das ist unnötig, aber er ist ja demokratisch gewählt. Das war die NSDAP auch. Das macht die doch noch lange nicht zu Demokraten. Stimmt. Nur weil du verheiratet bist, bist du ja trotzdem nicht gleich automatisch treu. Warte, was? Geht weiter, glaube ich. So. Liebe Demokratie, Quo Vadis? Tut mir leid, mein Griechisch ist etwas eingerostet. Was meinen Sie? Wenn Sie sich nicht zu einem Antrag durchringen können, was wäre dann Ihre Alternative? Vielleicht, wie wäre es, wenn wir ihn ignorieren? Das ist es. Ich glaube, das ist es. Ja. Ja, das ist gut. Ist er noch da? Nein. Toll. Es war gelogen. Dann würde ich sagen, vielleicht verschwindet er, wenn wir die Leute aufklären. Sehr gut. Wunderbare Taktik. Je mehr die Leute mit unseren Positionen vertraut werden, desto besser finden sie uns. Und sie finden uns immer besser, je radikaler wir werden. Ja, dann lassen wir das natürlich mit der Aufklärung. Sagen Sie nur so für mich, was verstehen Sie unter radikal? Wie finden Sie denn das hier? Das schnellste deutsche Asylverfahren lehnt bis zu 1400 Anträge in der Minute ab. Gepostet von Bundestagsabgeordneten Stefan Keuter. Ja, das ist natürlich schon ganz schön radikal. Was finden Sie radikal? Für WhatsApp ist das geradezu gemäßigt. Also gut, da hat er auch wieder recht. Das spricht ganz klar für eine rechtsextreme Gesinnung. Verfassungsfeindlicher geht's ja wohl kaum. Ja gut, aber er hat's ja nur gepostet, nicht wahr? Dann wissen wir ja noch nicht, wer es geschrieben hat. Und wenn wir wüssten, wer es geschrieben hat, wäre es wahrscheinlich der Bruder. Wenn ich das mal aufklären darf. Hier, Stefan Keuter hat das lediglich an seinen Mitarbeiter übersandt zu Archivierungszwecken. Was ist denn das für ein Archiv? Sehen Sie, er wollte von seinem Mitarbeiter lediglich Hilfe dabei, wie man diese Aussage politisch einordnet. Ah, ach so, er hatte Schwierigkeiten, das einzuordnen. Ich dachte am Anfang gleich, er sei einfach nur ein rechtes Arschloch. Sagt man nicht, auch nicht, wenn dein Bruder solche Dinge sagt. Wo waren wir? Wir waren dabei festzustellen, dass die AfD nicht verfassungsfeindlich ist. Ganz im Gegenteil, sie erfüllt die Verfassung mit Leben. Weil wir eine der wenigen Parteien sind, die die Meinungsfreiheit in diesem Land tatsächlich auch einmal ausnutzen. Ist das Meinungsfreiheit? Wenn der AfD-Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich sagt, er sei das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus? Ich bitte Sie, er sagt doch ganz klar, er sieht sich als demokratische Variante von Roland Freisler. Ach. So eine Art sensibler Scharfrichter, ja?
Hören Sie, Meuthen, unser Parteichef damals, hat ganz klar gesagt, das sind einzelne Aussagen von Leuten, aber die gehen in der Partei überhaupt nicht. Ah, und dann ist er gegangen. Der Meuthen, ja. Ach so, und die Rechtsextremisten, diese sensiblen Nazis, der Keuter und der Helferich, sitzen die immer noch im Bundestag? Die ganze AfD ist längst ein rechtsextremer Verdachtsfall. Einspruch, das stimmt so überhaupt nicht. Ach so. Sehen Sie, lediglich ein Drittel der AfD-Fraktion ist rechtsextrem. Was? Ein weiteres Drittel steht unter Rechtsextremismus-Verdacht. Und das rechtliche Drittel wird eingekocht. Was? Was? Kartoffeln für Thüringer Klöße. Apropos, hatten wir den Höcke schon? Nee, aber Zeit wird's. Der gilt inzwischen als Parteichef der AfD. Und das als Faschist? Hören Sie, mit dem Begriff Faschist muss man in unserem Land schon vorsichtig umgehen. Eine Untersuchung von 2017 zeigte schon ganz klar, dass auch Höcke sich am Nationalsozialismus orientiert und an Adolf Hitler. An Hitler! Nein, nicht du, ich hab dich lieb. Also gut, Hitler ist natürlich schon ein Argument, dann stelle ich jetzt hiermit den Antrag auf... Einspruch! Die Untersuchung basiert auf etwas, was Sie nicht vertrauen dürfen. Wieso? Wer hat die Untersuchung denn verfasst? Die AfD. Ach Mist. Wieso denn Mist? Die AfD selbst hält ihren Führer für nationalsozialistisch. Ja, aber wir können uns als Demokraten bei einer solch wichtigen Frage doch nicht mit der AfD gemein machen. Außerdem fand die Untersuchung statt damals unter einer instabilen Frauke Petri. Die wollte einfach nur unseren besten Mann rauskegeln. Das nur, weil er unter dem Pseudonym Landolf Ladig für ein NPD-Blatt geschrieben hat. Sehen Sie, Kurt Tucholsky hat ja auch unter Pseudonym geschrieben. Es kommt auch ein bisschen darauf an, was man schreibt. Sehen Sie, Höcke hat lediglich geschrieben, Deutschland war nicht schuld am Zweiten Weltkrieg, so what? Ja, war nur so eine kleine Jugendsünde mit 38. Macht man schon mal Unsinn? Sehen Sie, andere in dem Alter versuchen, demokratisch gewählte Parteien zu verbieten. Ich bin 44. Donnerwetter. Wissen Sie, alles vor 45 zieht mich magisch an. Alles über 45 stößt mich magisch ab. Ja, wie Sie wollen. Aber vielleicht haben Sie ja später Lust auf was Verbotenes. Dafür müsst ihr erstmal einen Antrag stellen, damit ich Sie überhaupt verbieten kann. Ach, so läuft das bei Ihnen. Gut, dann machen wir das doch so. Dann zeige ich Ihnen mal, wie verboten die AfD inzwischen ist. Sehen Sie, unser Bild, unser Menschenbild sagt, wenn Sie nicht zur deutschen Ethnie dazugehören, dann sind Sie kein wahrer Deutscher. Das widerspricht ganz klar Artikel 1 Grundgesetz hier, was das Menschenwürde. Wenn Sie noch wollen, haben wir noch ein paar Zitate für Sie. Hier zum Beispiel Bernd Höcke sagt, wir werden leider Volksteile verlieren, die zu schwach sind, sich der Orientalisierung zu widersetzen. Jens Meyer findet die Herstellung von Mischvölkern, die die nationalen Identitäten auslöscht, unerträglich. Peter Böhringer schreibt, unser Volkskörper wird gewaltsam penetriert. Es handle sich um einen Genozid. Oder ich zitiere Dr. Maximilian Krah. Oh, das bin ich. Der hat in Freital so wunderschön gesagt, wenn ich hier in den Raum blicke, dann ist es nicht bunt und vielfältig. Und das ist das Schöne, sie sind alle deutsch, sächsisch, weiß. Was? Sie wollen ein ethnisch homogenes Volk. Was soll das heißen, ethnisch homogen? Ja, so nennen die doch im völkischen Feuilleton Rassismus. Ich dachte, du liest nur die Landlust. Weißt du, die wollen ein Volk wie Haarmilch. Länger haltbar. Weiß und homogenisiert. Ja, das ist jetzt schon rassistisch und grundgesetzwidrig. Naja. Wie naja? Naja, jetzt auch nicht rassistischer als die Einbürgerung in Deutschland bis in die 90er Jahre. Die offiziellen Richtlinien verlangten damals ein Bekenntnis zum deutschen Volk. Die zuständigen Beamten sollten die Substanz des deutschen Volkskörpers schützen und prüfen, ob sich eine fremdstämmige Minderheit dem deutschen Volkstum zuordnet. Gastarbeiter oder Männer aus Entwicklungsländern galten als unerwünschter Zuwachs und konnten praktisch keine Deutsche werden. Das heißt, es ist heute nicht so schlimm, rassistisch zu sein, weil wir es ja damals auch schon waren. Nein, nein, es heißt, wir können die AfD nur erfolgreich bekämpfen, wenn wir uns auch dem Rassismus der Demokraten stellen. Also verstehen Sie mich nicht falsch, der Rassismus der Demokraten ist wunderschön, da kann man wunderbar drauf aufbauen. Aber jetzt hören Sie mal zu, wir sind doch längst viel weiter. Wir von der AfD, wir fordern Remigration. Hört uns keiner zu, das ist ein Codewort. Ja, für die millionenfache Vertreibung und Deportation von gesamten Bevölkerungsgruppen. Ohne rechtsstaatliche Kontrolle, verstehen Sie? Wir wollen, dass die Startbahnen glühen, dass die Leute außer Landes, verstehen Sie nicht? Verbieten Sie uns endlich. Ich möchte Sie ja verbieten. Ja, da werde ich nämlich noch attraktiver. Dann machen wir es auf keinen Fall. Schwarz-braun ist die Haut und muss
Entschuldigung. Das ist meins. Ich habe noch eine Schalte. Kra? Herr Kra, hier ist der PR-Berater. Können Sie mich schon hören? Läuft. Top. Dann schalte ich auch mal Alice Weidel dazu. Sauber. Frau Weidel? Alles für Deutschland. Na, das fängt ja super an. Das war doch der Wahlspruch der SA im Dritten Reich. Wenn das Ihr Gedankengut ist, dann können Sie das klar artikulieren. Muss man sich jetzt neuerdings entschuldigen? Also grundsätzlich gilt die Meinungsfreiheit. Ja, nur die endet eben bei Nazi-Parolen. Und da gibt es ja auch nur eine Handvoll, die verboten sind. Kann man sich eigentlich leicht merken. Ein paar Symbole gehören auch dazu. Diese Regenbogenfahnen. Nee, die stehen ja fürs genaue Gegenteil. Was hat das eigentlich alles für einen Sinn? Da geht es einfach um ein Verbot des Nationalsozialismus. Das sehe ich sehr kritisch. Er ist ja auch nicht nur schlecht. Doch. Und wo wir gerade beim Nationalsozialismus sind, ich würde Herrn Höcke auch kurz mit dazuschalten, ja? Selbstverständlich. Herr Höcke, ich spreche gerade mit Herrn Kra und Frau Weidel. Herr Höcke? Sind Sie einfach nur ein bisschen übermüdet oder haben Sie irgendwelche Medikamente genommen? Stoff. Stoff? Ehrlich? Das ist bekannt. Ach ja? Ihnen auch, Frau Weidel? Egal, ich wollte eigentlich über was ganz anderes mit Ihnen reden. Es ist auch nicht meine Aufgabe, alles zu verteidigen aus meiner Partei. Nee, klar. Und bestimmt hat Herr Höcke auch nur ganz wenig genommen. Das ist nicht wenig, sondern das ist völlig normal und völlig in Ordnung. Ja, ist ja Ihre Verantwortung. Voll. Okay, können wir denn jetzt mal über das AfD-Verbot sprechen? Dazu besteht kein Anlass. Wieso nicht? Weil es die Menschen überhaupt nicht interessiert. Dieser Prozess hat noch nicht begonnen und ich möchte mich auch noch nicht über ungelegte Eier hier äußern. Naja, kennen Sie die Anstalt? Diese Sendung im ZDF? Was den Leuten auch extrem auf den Wecker geht. Sind keine guten, sind böse Menschen. Genauso wie ich. Na, nicht ganz wie Sie, Herr Höcke. Die Leute in der Anstalt machen nur Satire. Der tut ja das Gegenteil. Ja, aber Sie alle, ne? Also der gesamten AfD geht es ja nicht um Satire, sondern darum zu spalten. Sich zu beschweren. Dominieren. Und das, was schon erreicht ist, zu zerstören. Aktiv. Genau. Und deshalb spielt die Anstalt gerade durch, ob und wie ein AfD-Verbot machbar ist. Das machen wir nicht mit. Oh doch, Herr Kra spielt sogar selbst mit in der Sendung. Hochprofitabel. Ja? Was verdienen Sie denn da, wenn ich fragen darf? 25% vom Gesamtbudget. Das ist krass. Alle anderen kriegen viel weniger. Das ist tatsächlich Betrug. Arbeiten lohnt sich nicht. Ja, ich finde es auch ein bisschen unfair. Was haben Sie denn da ausgehandelt, Herr Kra? Eine Schutzgeldzahlung. Schutzgeld? Für einen Beitrag über die AfD? Den es gar nicht hätte geben müssen. Indem Sie aber selbst mitspielen. Was uns ja selbst bereichert. Na, also, dass das antidemokratisch ist, das sehen Sie ja wohl alle ein, oder? Nein. Sie, Frau Weidel? Nein, das würde ich nicht sagen. Was verstehen Sie denn unter Demokratie? Es ist ein Konstrukt, was völlig aus der Zeit gefallen ist. Ein Irrtum. Da müssen wir raus. Und was wollen Sie stattdessen? Weltherrschaft. Ja, aber dagegen müssen doch eigentlich alle anderen Parteien gemeinsam was unternehmen. Da wird sich vor allen Dingen die CDU fragen müssen, wie nachhaltig ihre Brandmauer ist, nicht wahr? Ah ja, die CDU. Die uns unsere Identität klaut. Gut, langsam verstehe ich, warum Sie so sicher sind, dass das Verbot überhaupt keine Chance hat. Trotzdem viel Glück und Erfolg dabei. Danke. So, Herr Uthoff, haben Sie abonniert? Hm? Glocke gedrückt? Was? Sich eines von den beiden Videos hier angeschaut? Hören Sie, es reicht mir vollkommen, dass ich in den meisten mitspielen muss. Herr Uthoff, glauben Sie, dass es die richtige Art ist, für uns Werbung zu machen? Werde ich dafür bezahlt? Nee. Was zum Henker mache ich dann hier? Er ist sonst nicht so. Sie können sich ja in der Zwischenzeit was ohne ihn anschauen.